Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Still Alive. Wir haben uns am Ende der letzten Folge ein bisschen unerlaubt Zugang zu den Archiven verschafft. Und was konnte ich mir angucken da? Was ist? Ich muss an die Schaltkreise ran und das klappt weder mit einer Münze noch mit meinen falschen Fingernägeln. Ich glaube nicht, dass mir der... Das klappt nicht. Ja. Mit der Zugangskarte irgendwie? Das klappt nicht. Nee. Ja. Vielleicht müssen wir jetzt nach ihr zu Hause zurück und da aus diesem Werkzeugkoffer oder was das war, was holen. Oder ich finde da hier was. Wartet. So, schauen wir mal einfach hier rein. Die Tür ist verschlossen. Dahinter liegt der mit Sicherheitssystemen versehene Korridor des Archivbereichs. Die Schalttafel für diese Tür muss sich auf der anderen Seite befinden. Also ich würde das jetzt einfach mal direkt ausprobieren. Das ist höchstwahrscheinlich wieder falsch. Und die Lösung bestimmt viel simpler. Aber wenn schon eine Münze und flache Fingernägel nicht gehen. Hat sie keine Autoschlüssel oder sowas? Damit könnte man das auch probieren. Also hätte ich zumindest gemacht. So einfach ist das bestimmt dann auch wieder nicht. Aber das wäre jetzt halt irgendwie das Logischste, was man jetzt machen könnte. Wenn sie jetzt nicht an den Werkzeugkoffer geht, dann wäre sie ganz schön doof. Wo wohnt sie denn nochmal? Da. So, weshalb immer, wenn man nach ihr nach Hause will, ist das immer so lang. Weil man immer die... Das hätte man noch später mal rauslassen können. Und wie immer dieses, wie sie hier reingeht und sich die Schuhe anzieht. Und dann einfach dann hier anfangen können. Warte, wo war das hier, ne? Einmal dahin. Ein ausgezeichnetes Programm. Ein eiskalter Wodka, ein Glas... Sie geht echt nicht dran. Sie geht nicht dran. Warum denn nicht? Es hätte alles so schön sein können. Super. Voll verkackt. Alkohol bringt mir ja bestimmt auch nichts. Ich könnte jetzt... Ja, sie könnte wirklich einen Wodka gebrauchen. Muss ich vielleicht wieder was... Muss ich vielleicht wieder was von dem Dingens klauen? Von dem Hausmeister? Oder habe ich bei Browning im Büro was übersehen? Ich weiß halt nicht. Im Red Lantern würde ich jetzt wahrscheinlich nichts mehr finden. Campus würde mich jetzt auch wundern. Obwohl, einerseits vielleicht auch nicht. Richards Galerie. Vielleicht hat der ja ein paar feine Werkzeuge. Ich denke mir so, da steht ein Werkzeugkasten in ihrer Wohnung. Sie braucht Werkzeuge, was macht sie? Sie nimmt natürlich keins mit. Warum sollte man das auch noch tun? Ah, oder vielleicht... von Claire irgendwas? Pinzette? Obwohl, eine Pinzette hilft da auch nicht viel. Die wird ja hier auch irgendwas haben. Skalpell oder sowas. Damit geht's ja vielleicht auch. Raum lösen. Ich meine, man muss ja ein bisschen flexibel sein. Okay, der wühlt nur hier rum. Besser nicht. Er ist beschäftigt. So, in dem Zimmer ist ja nichts drin. Geh mal... Okay, doch, da kann ich noch was von nehmen. Okay, die Lösung war mal wieder einfacher wie... Ja, super. Da nimmt sie natürlich den Schraubenzieher mit. Ja, gut, macht auch Sinn. Gut, das geht eigentlich noch. Habe ich nur wieder eure Zeit verschwendet mit sinnlosem Hin- und Herlaufen. Aber ist ja egal, oder? Immerhin hat es nicht so lange gedauert wie beim letzten Mal mit dem scheiß Kaffee. So, gehen wir mal hier ran. Einmal hier schön alles aufmachen.
So. Um die Tür aufzukriegen, muss ich irgendwie eine elektrische Ladung erzeugen. Ach du Scheiße, wie soll ich das denn schaffen? Nochmal mit dem Schraubenzieher. Vergiss es, das wird nichts. Um die Tür aufzukriegen, muss ich irgendwie eine elektrische Ladung erzeugen. Eine elektrische Ladung erzeugen? Mit der Sicherheit. Vergiss es, das wird nichts. Wie erzeuge ich denn jetzt eine elektrische Ladung? Mit dem bestimmt auch nicht. Vergiss es. Ja, 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 sei doch mal ruhig. Um die Tür aufzukriegen, muss ich irgendwie eine elektrische Ladung erzeugen. Um die Tür aufzukriegen. Okay, dann sagt sie auch nur dasselbe. Elektrische Ladung. Ich weiß ja gerade überhaupt nicht, was sie meinen könnte. Ist verschlossen. Das ist ja auch. Oder? Diese Tür führt zum Raum des Entschärfungskommandos. Sie ist elektronisch verriegelt. Ein Kurzschluss kann dem vielleicht abhelfen. Ja, das ist ja schon klar, aber. Muss sie da nicht einfach nur mit den Drähten hantieren? Warum sind überhaupt die Drähte jetzt zerschnitten? Oder sind die gar nicht zerschnitten? Das sieht sowieso aus. Als wären die generell nicht funktionstüchtig. Sag mir nie, ich brauche schon wieder was vom Hausmeister. Das ist jetzt hier mein Arsenal, oder was? Ja, jetzt verfluche ich mich halt, dass ich damals in Physik nie aufgepasst habe, ne? Wüsste ich jetzt, wie man einen Kurzschluss da erzeugt. So, nicht, dass es hier schon wieder das Rätsels Lösung ist. Tatsächlich nicht. Könnte ich denn dafür irgendwas Nützliches finden? Auf dem Schreibtisch vielleicht. Will sie da jetzt irgendwas mitnehmen? Nee, warum auch? Was kann ich denn dafür gebrauchen? Doch nochmal bei Browning im Büro. Ich meine, hier ist ja auch nichts, was ich jetzt mitnehmen kann. Oder? Nö. Ja, das ist halt nur Pinsel und Papier. Da nochmal rein. Ich hab wieder nur alle Orte hier akribisch absuchen. Da, da ist was. Da war was. Ja, tatsächlich. Was ist das? Das ist ein Taser, oder? Das Ding kann einen Strahl. Ja. Ich muss sagen, hier steht ja die Notiz. Found your Taser. Da habe ich dran gedacht, so ein Taser, den könnte ich ja jetzt auch gut gebrauchen. Da. Was finden wir? Direkt danach ein Taser. Finde ich geil. Gut, wie gesagt. Ich laufe hier gerade ein bisschen sinnlos hin und her. Hätte ich mich mal ein bisschen genauer umgeguckt. Dann hätten wir uns jetzt so ein, zwei Wege sparen können. Aber es gibt doch Schlimmeres, oder nicht? Obwohl ich ehrlich gesagt... Ich würde jetzt nicht gerne mit dem Taser da drauf schießen, irgendwie auf so offene Drähte. Da bin ich, glaube ich, zu Schiss, Dingens. Dass ich mir da so voll den harten Stromschlag verpasse. Aber es hat immerhin funktioniert. Was nicht gerade für die Sicherheit hier spricht, aber nun gut. Das, ist eine andere Sache. Kein, Rauchen verboten. Warum kann ich das angucken, das Schild? Ich habe vor 2 Monaten aufgehört und diese Schilder nerven mich immer noch. Boah, mich nerven sie jetzt nicht so, auch wenn ich rauche, aber... Komm damit klar. Ah, Raumzieher? Tatsächlich. Ja, für die andere Schraube auch noch. Aber ich wette mal, das brauche ich noch gar nicht. Wette, ich muss hier hinterher rausfliehen, genau. Aber ist ja nicht schlecht. Habe ich schon mal einen Fluchtweg. M16A1 Sturmgewehr mit Zweibein und Mündungsfeuerunterdrückung. Mit 20 Schussmagazin.
Die Jungs vom SWAT-Team haben einfach die besten Spielzeuge. Ja, also hat uns jetzt hier jemand überrascht. Wir haben auf jeden Fall Feuerkraft auf unserer Seite. Obwohl, die Dinger sind bestimmt nicht geladen. So, Lombard-Tech ist hier irgendwie alles von. Das sieht total übelst kompliziert aus. Das ist bestimmt eine Anleitung dafür. Ich drücke immer auf das Falsche. Mias Notizen, Handbuch. Genau. Handbuch zur vergestellten Bombenentschärfungseinheit. Ach du Scheiße. Bombenentschärfungseinheit? Ja, die will doch nicht eine Bombenentschärfungseinheit benutzen. Oder doch? Welche Bombe will ich denn entschärfen? Egal wie. Lesen wir uns das jetzt mal durch und ich drücke schon wieder auf das Falsche. Bin nur einfach nur doof. Ferngesteuerte Bombenentschärfungseinheit von Lombardtech. ABD Lombardtech ist der weltweite Marktführer bei der mobilen PC-gesteuerten Robotechnik. In feindseligen Umgebungen. Die ferngesteuerte Bombenentschärfungseinheit von Lombardtech, RBD, wurde dazu konzipiert, ferngesteuerte Aufgaben, Gott. Durchzuführen, die sonst Menschenleben aufs Spiel setzen würden. Die RBD-2-Einheit wird mit Hilfe einer marktführenden PC-basierten Kontrolleinheit ferngesteuert und ist in der Lage, mit unebenen oder hindernisreichen Terrain mittels 4 komplett ausfahrbare Beine fertig zu werden. Elektromagnete, die sich in jedem Bein befinden, ermöglichen der RBD-2, an schrägen oder sogar senkrechten metallischen Oberflächen hochzuklettern, was die Reichweite der Einheit zusätzlich vergrößert. Die Betriebsfunkfrequenz von 27 MHz entspricht sowohl US-amerikanischen als auch britischen Emissionsstandards und ermöglicht die Fernsteuerung der Einheit mithilfe des Fernüberwachungssystems Lombardtech Watchful Eye. Ein sekundärer Infrarotempfänger für Operationen bei Sichtkontakt ist ebenfalls integriert. Bei Umgebungen, in denen Funkwellen ungeeignet sind. Die RBD-2 verfügt nicht über Filigranzangen, aber der am Kopf montierte Laser mit stabiler Frequenz ist funktionsfähig und kann für Testzwecke verwendet werden. Die RBD-2 kann sich vorwärts bewegen und in der richtigen Position gedreht werden. Bei unebenem Terrain oder Gelände mit Hindernissen kompensieren die Terrainsensoren der RBD-2-Einheit dies automatisch, während Kletterfunktionen automatisch aktiviert werden, wenn das Gerät auf eine metallische Oberfläche trifft. Okay, kann ich das einschalten mal hier irgendwie? Was ist das? Ach, Scheiße. Das sieht aus wie bei Ghost in the Shell. Was sind das hier? Die Tür zum Archiv. Ach so. Das ist die Hauptschalttafel. Wenn ich da dran komme, könnte ich die Laser deaktivieren. Das muss die Schalttafel für die Tür sein. Über den Ventilationsschacht könnte man in den Raum kommen. Aber er ist zu schmal für mich. Aber nicht für unsere Drohne. Die Tür zum Archiv. Das ist die Hauptschalttafel. Ja, gut. Ach so, ich, kriege immer die Drohnensicht. So, jetzt kann ich hier meine Drohne steuern? Das will ich doch gar nicht. Ach so. Ach, hiermit bewege ich vorwärts und... Okay. Das ist ja geil. Na gut, ein bisschen anders sehen die Dinger in Ghost in the Shell schon aus. Du kannst doch... Nee. Kannst du nicht hier irgendwie... Geh mal da vorwärts. Gehen wir noch weiter vorwärts. Jetzt bin ich wohl irgendwo gegengestoßen. Ich muss einen Weg finden, die Laserstrahlen sichtbar zu machen. Oder ich komme da mit dem Roboter nicht durch. Und wie soll ich das bitte machen? Ich muss zuerst einen Roboter aktivieren. Warte, Laserstrahlen sichtbar machen. Vor allem wo überhaupt? Womit macht man denn Laserstrahlen sichtbar? Ah! Warte. Nee. Ich würde mit dem Feuerlöscher her, aber... Kann ich die jetzt noch untersuchen? Die
Diese Dinger sind fantastisch. Damit konnte schon so manche Bombe entschärft werden. Hm. Was bringt mir das, wenn ich mit dem Feuerlöscher Rauch erzeugen würde? Hm. Naja, ich probiere einfach das hier nochmal. Rein mit dem ollen Ding. So. Nein. So. Kann das Ding eigentlich schon was mit der Tür hier anfangen? Ach, tatsächlich! Ach, das ist ja geil. Was hat mir das jetzt gebracht? Ist die Tür offen? War das die hier? Tatsächlich, sehr schön. Und hier kann ich bestimmt den... Ja, sehr schön. So, in die Infrarotlaser soll ich vielleicht nicht reinlaufen, genau. Ich laufe doch nicht blindlings in ein Feld tödlicher Laser. Nicht? Schade. Ich hätte es witzig gefunden, wenn wir jetzt ein Game Over gehabt hätten. Aber naja. Andererseits hätte ich dann hier alles normal spielen sollen, das wäre auch scheiße gewesen. So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt mit der Drohne ein bisschen weiterkommen. Also sowas finde ich cool. Solche Einlagen. So wird das jetzt hier voll zum Geschicklichkeitsspiel. Ach, was mache ich denn? Die bewegen sich nur da. So, geh mal zurück. Ach je. Okay. Das ist die einzige also Bewegungstaste. Mit der anderen kann ich nur drehen. Sagte er vollkommen selbsterklärend und versuchte dann doch wieder mit den anderen auch zu gehen. Das ist mir zu weit. Hier doch wieder dahin. Dann drehe ich mal in die Richtung. Das solltest du nicht tun. Ach Mann. So. Weit geht die? Würde ich jetzt... Die wird noch nicht getroffen von den Lasern. Durch mit dir. Ah! Bleib doch nicht da stehen. Hm. Kann ich was mit dem Ventilrad da anfangen? Obwohl, nee. Was soll die mit dem Ventil... Ich probiere es trotzdem mal. Also das finde ich cool. Besser als das 10 Milliardenste Schieberätsel. Ha! Ich sag's jede Folge nochmal. Ist mir egal. Ach, andere Richtung. So. Nein, ach, das ist doch gar keine Bewegungstaste. Wann lerne ich das endlich? Ich kann mich nur mit der hier vor... Nein. Scheiße. Warum bleibt ihr denn auch mitten auf dem Laser stehen? So, scheinbar gibt es unendlich viele dieser Drohnen. Scheinbar kosten die auch nichts. Ansonsten verspielen wir, glaube ich, gerade unser Jahresgehalt. Obwohl ich glaube, wenn die Aktion hier rauskommt, dürfen wir sowieso dürfen wir nicht die Kündigung einreichen, sondern dürfen uns auf eine Kündigung gefasst machen eher. Nee, so. Dann gehen wir einen Schritt vorwärts und jetzt geh ganz schnell hier durch. Nochmal. So, einmal hier vor. Hier wird sie... Doch, hier... Nein. Ach, scheiße. Das war jetzt schlecht getimt. Ich wusste jetzt nicht, wo sie stehen bleibt. Ich schaff das noch. Krieg ich das hin? Bestimmt. Na, wann lerne ich es denn endlich? Nochmal einen Schritt weiter. Dann drehe ich mal... Ich drehe auch immer in die falsche Richtung. So, und jetzt ganz schnell hier durch. Und nicht da stehen bleiben. Nein. Ach, ich denke immer, das ist ein Feld noch da... Okay. Merken, warten.
So. Denk immer, dass sie ein Feld vor dem Laser stehen bleibt, aber sie bleibt genau auf dem Laserfeld stehen. Das ist natürlich dumm von mir. So. Also der erste Laser hier ist ja einfach zum Gehen. Sagt er und läuft da jetzt bestimmt auch noch rein. Nee, tut er sogar nicht. So, das Problem ist, dass sie aber auch mitten da... Ach, die macht so ein... Ach, du Scheiße. Renn... Nein! Was macht die denn für eine komische rotierende Bewegung? Ja. Let's fail. Vielleicht soll ich auch einfach... Wisst ihr was? Ich schneide euch raus, bis ich weitergekommen bin. Weil das macht ja sonst keinen Sinn. Bis gleich. So, ich glaube, das ging. Ich hätte euch sogar gar nicht rausschneiden müssen. Das war jetzt, glaube ich, doch einfacher, wie ich dachte. Ich hätte mich einfach nur außenrum gehen müssen. So, wenn ich jetzt hier die Tür hochgehen würde, bringt mir das nichts. Ich muss da irgendwie durch den Schacht durch, kann das sein? Mach hinne. Ach so, ach, das ist. Das ist eine Wand. Nein, nein, nein. Ach du Scheiße. Ach, das ist eine Wand. Ich dachte, da konnte ich durch. Verdammter Mist. Ach du Scheiße. Fällt es aber einfacher, wenn die sich einfach in die Richtung bewegen würde, wo man dann hinterher drückt und nicht erst drehen und dass man dann vorwärts irgendwie. Aber dann gut. Ist nur ein kleines Manko an sich. Das macht trotzdem viel mehr Spaß. So. Auch wenn das natürlich jetzt mit dem Adventure nicht mehr so viel zu tun hat, sondern eher mit dem Geschicklichkeitsspiel, aber who cares? Jetzt hätte ich mich beinahe von dem Laser erwischen lassen. So, hier komme ich eigentlich voll einfach drum. Nämlich einfach drum rumlaufen. Aber das mit dem Drehen muss ich noch irgendwie schneller hinkriegen. So. Noch ein Feld vor, bitte. So. Jetzt geht's an die Wand. Und ich laufe natürlich sofort voll da rein. Ach du meine Scheiße. So. Rein mit dir. Jetzt sollte ich nochmal schneiden, irgendwie, bis ich irgendwie weitergekommen bin. So, das kennen wir jetzt zu Genüge. Schaff's trotzdem, mich nicht mal in die richtige Richtung zu drehen. So. Hier einfach. Mann! Man muss ja auch immer aus der Richtung der Drohne denken. Ist das überhaupt eine Drohne? Ja, doch, Drohne. In welche Richtung man dann geht. So. Kann aber nicht schon hier irgendwie an die Wand hoch? Nee, das wäre ja auch zu einfach. So, dreh dich um. Nein, 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 nein. Was machst du denn? Ich hab auf links drehen und vorwärts gedrückt. Und man macht so die Drohne. Ich muss erst einen Roboter aktivieren. Ja. Okay, den Weg bis dahin schneide ich euch mal wieder raus. So, jetzt sind wir wieder hier an der tollen Stelle. So, und ich laufe mal jetzt direkt los. Ja, genau, jetzt war ich bestimmt viel zu langsam. Warum? Da kann ich nicht her, scheinbar. Okay, das, ich kann nur auf der glatten Oberfläche laufen. Gut, ein Versuch starten wir noch diese Folge. Nein, starten wir nicht, weil mein Spiel ist abgestürzt und damit beende ich jetzt auch die Folge. Ich weiß zwar nicht, warum das jetzt wieder passiert ist, aber zum Glück erst am Folgenende. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.